Ja, moinsen, liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Flohmarkt-Master-Kanal. Ja, ich habe mir ein Steelbook bestellt. Hier ist es drin. Von einem, werdet ihr ja jetzt gleich sehen, wenn ich das hier ausgepackt habe. Hier wurde dann noch ein bisschen was anderes, genau. Und zwar 007. Genau. Up you to kill. Ne? Das werde ich euch jetzt gleich mal in der Nahansicht zeigen. Das war runtergesetzt. Ne? Hier habe ich 21 Euro irgendwas mit 80 oder 84 Cent bezahlt. Ne? Ja, ich sehe das hier. Jetzt ist das ein bisschen wellig geworden. Ne? Ich werde das hier jetzt noch mal kurz von der Folie befreien. Und dann geht es gleich in die Ego-Perspektive. Genau. Hoffentlich ist hier alles so, wie es sein soll. Hoffe ich mal. Bei einem Steelbook weiß man das ja immer nicht so. So. Und es geht in die Ego-Perspektive. So, im Angesicht des Todes, das Steelbook haben wir hier. Es sieht so aus, als ob hier wieder diese sogenannten Klebepopel sind. Ja. Ja, das wird man hier wahrscheinlich wieder so sehen. Genau. Ach, sogar mit Zweien. Seht ihr das? Ja, hier muss ich dann mal besonders vorsichtig sein. Hier ist das Papier, der Spec Paper, ein bisschen starrer, ne? Und nicht so wie die anderen. Ne? Hier ist dann natürlich die Ablagerung. Hier sieht man das denn. Und auch auf der anderen Seite. Ne? Ein Klebepopel. Ne, auch wieder zwei. Da habt ihr es aber gut gemeint damit, ne? Genau. So sieht die Rückseite aus. Ne? Hier hat man Made in Dänemark. Das wurde ja in Dänemark produziert. Und hier habt ihr halt die ganzen Credits drauf. So. Ist nicht so schön, ne? Und hier hat man dann halt dieses Bild von dem Intro. Ne? Das ist ja der letzte 007 von Roger Moore gewesen, 86. Ne? Hier hat man dann auch noch Christopher Walken, auch noch als Bösewicht und Grace Jones als seine Komplizin. Ja, das ist eigentlich auch noch, ja, hier das Ganze kennt man ja. Ups, hier wollte das gerade runterfliegen und es sieht ein bisschen speckig aus. Ne? Hier dieser halbe 007 Print und hier hat man halt nur schwarz. Das finde ich halt nicht schön. Hier die normale Repack-Disc von MGM. Ich weiß nicht, wie das Bild der Blu-ray ist. Ich habe ja hier nur die sogenannte DVD. Ja, so sieht das Ganze aus. Ja. Und Grace Jones hat ja ein Jahr später in dem Film Vamp noch eine blutsaugende Vampirin gespielt. Und die hatte hier ihr Stargebot. Ja, hier hat man dann nochmal den Verweis auf FSK 12. 007. Und hier gucke ich jetzt einfach nochmal so drauf. 131 Minuten in Farbe. Und hier nochmal den Verweis auf 1080p, High Definition, 16 zu 9. Tonspuren existieren hier nur in 5.1, Französisch. Und in Englisch hat man hier noch Dolby Surround oder nur Surround 2.0, Englisch. Ja. Und Special Features können laut anderer VÖs variieren, steht hier drauf. Was mich hier so ein bisschen wundert ist, dass das
Steelbook ein bisschen feucht geworden ist, ne? Das sieht man sofort. Ja. Ja, und die Steelbooks aus Dänemark sind jetzt auch nicht die schönsten. Das ist auch nicht das beste Motiv. Da gibt es auch wesentlich schlechtere Motive. Ich verweise hier nochmal auf den Zimmi, der auch das Steelbook von Dr. No ausgepackt hat. Das werde ich euch hier auch nochmal verlinken. Und ja, das Steelbook ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ich hätte es mir jetzt doch ein bisschen hässlicher vorgestellt. Und hier sieht man halt den, ja, nicht viel Aufwand. Hier hat man halt zwar die beiden Weiber, die wahrscheinlich mit so einer Leuchtfarbe angepinselt worden sind. Auf jeden Fall ist dieser Film echt gut und zählt eines mit der mit besten Bond-Filme. Auf jeden Fall mir gefällt er. Also es war auf definitiv kein Fehlkauf. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Leute, und haut rein, ne? Tschüss.